Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf All Aquascaping Answers. So, heute ist Donnerstag, wo ich das aufnehme. Ich habe es endlich mal geschafft, wieder eine Podcast-Folge einen Tag vor der eigentlichen Veröffentlichung aufzunehmen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich vorher noch einen Livestream geplant hatte und um 19 Uhr noch einen Zoom-Call habe. Von daher wird das Ganze dann doch mal wieder irgendwie ein erstaunlich stressiger Tag, obwohl heute Morgen alles noch so gut aussah. Ich weiß, ihr kennt ihr das auch, gerade für diejenigen von euch, die vielleicht sogar selbstständig arbeiten, dass man irgendwie morgens denkt so, oh ja, schön entspannter Tag, ich habe irgendwie drei Sachen, die kann ich alle, keine Ahnung, vormittags noch erledigen und dann ist alles gut und dann ist es irgendwie mittags und man denkt so, scheiße, der Tag ist eigentlich zu kurz für all die Sachen, die auf einmal doch noch aufkamen. Sonntag ist heute. Naja, ich habe heute noch ein bisschen an meinem Studio hier rumgebastelt. Ich hatte das ja in einer der letzten Folgen schon erzählt, dass ich hier das Ganze nochmal so ein bisschen verändert habe. Neues Licht, neue Kameraperspektive, tatsächlich sehr viel neue Technik und vor allem aber auch neue Stative, weil die ganzen Sachen, die jetzt hier um mich rumstehen, sind jetzt sozusagen an Armen befestigt, dass ich die halt aus dem Weg schieben kann. Also ich kann alles hier wegschieben und dann habe ich freien Schreibtisch vor mir und das ist eigentlich ganz praktisch. Jetzt kann ich nämlich auch häufiger mal wieder hier mein eigentliches Lieblingsmikrofon benutzen, das Neat Kingbee, was ich ansonsten nie benutzt habe oder nur selten benutzt habe, weil das halt auch so ein Ständer dann erstmal auf dem Schreibtisch stehen musste. Jetzt hängt das auch an so einem Arm. Jetzt kann ich mir das hier einfach reinziehen und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und das war jetzt auch noch so der letzte Test heute Abend für den Stream, weil das dann auch nochmal ein interessanter Test sozusagen wird, weil halt viel hiervon auch neu ist für den Stream beziehungsweise neu zusammengesteckt wurde. Die Kameras sind jetzt auf anderen Kanälen geschaltet. Wenn ich hier umschalte, dann muss ich mich jetzt so ein bisschen umgewöhnen, aber ich denke, das wird schon. Das sollte schon passen. Heute Abend für den Stream, ich kann das ja mal so ein bisschen vorwegnehmen, weil wenn ihr diesen Podcast hört, ist der Stream ja schon durch. Deshalb möchte ich da sozusagen als allererstes heute mal wieder ein bisschen drüber reden. Ihr könnt das für all diejenigen, die das jetzt als Video gucken, ihr seht da, worum es im Stream gehen wird. Das sind also die neuen Sachen. Es geht um die neuen Wabikusa-Produkte von Dua. Und da können wir eigentlich jetzt direkt mal etwas ausführlicher drüber reden, weil wie gesagt, der Stream ist dann ja sowieso schon vorbei, wenn ihr die Podcast-Folge hört. Es geht nämlich darum, ich habe schon relativ lange jetzt hier das Dua Glasport Shizuku stehen. Das war ja das neue Glas, was Dua jetzt schon vor einiger Zeit rausgebracht hat. Und das gibt es ja auch schon ein paar Wochen im Handel. Und da wurde ich auch schon häufiger immer mal wieder nach zu gefragt, so hey, du hast das ja schon, kannst du da mal was drüber erzählen, kannst du ein Video drüber machen und so weiter. Und ich habe immer gesagt, so nee, mache ich noch nicht. Ich warte erst, bis die ganzen anderen Zubehörteile auch verfügbar sind. Und dazu gehören nämlich diese Lichter, die ihr da jetzt seht. Die sind auch neu, die da. Das sind die Dua Magnet Light G. Und ich habe erst gewartet, bis die jetzt verfügbar sind. Die wurden halt alle importiert. Momentan ist das ja auch einfach echt sehr, sehr zäh mit Ware aus dem Ausland. Also Corona, so wenig wie mich persönlich das betrifft, wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin und absolut weiß, dass ich mich hier in einer Luxusposition befinde, weil tatsächlich hat sich mein tägliches Leben, zumindest mein Arbeitsleben, hat sich ehrlich gesagt kaum verändert durch die Pandemie. Was für mich natürlich heißt, dass das Ganze möglichst krisensicher ist und mich sehr, sehr glücklich macht. Aber gleichzeitig mir auch zeigt, wie abhängig doch andere Jobs davon sind, was mir auf der anderen Seite dann wieder extrem leid tut einfach. Das ist wirklich eine blöde Situation, wo sich viele von euch drin befinden. Unter anderem auch all diejenigen, die irgendwie von Ware aus dem Ausland angewiesen sind. Und zu allerletzt trifft das tatsächlich auch uns als Käufer, denn ich habe auch in den letzten Wochen immer wieder Nachrichten bekommen, so hey, ich suche hier nach Shihiros Lampe XY, weißt du, wann die wieder verfügbar sein werden, weißt du, sie sind überall ausverkauft. Hey, ich suche hier nach Twinster Lampe XY, weißt du, wann die wieder verfügbar sind, sind überall ausverkauft. Und das ist halt echt auch immer, wenn ich dann tatsächlich mal mit Distributoren oder mit Händlern spreche, die sagen mir auch nur die ganze Zeit, ey, das ist so ein Scheiß, die Sachen stehen wochenlang, zum Teil monatelang an den Grenzen und werden nicht rübergelassen. Das ist einfach super, super stressig für jeden, der irgendwie Ware bekommen möchte, die halt hier hinzubekommen. Was wohl immer noch relativ gut funktioniert, ist Luftfracht. Das Problem ist, dass halt viele Händler und viele Distributoren nicht per Luftfracht importieren, weil das halt super teuer ist. Sondern im Normalfall wird halt importiert per Container, per Frachtcontainer auf dem großen Schiff. Und da ist es wohl mittlerweile so, das kam tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal durch die regulären Nachrichten, dass wohl einfach
mittlerweile die Preise für Container zum Teil verzehnfacht wurden. Also das, was jemand bezahlen muss, um halt Platz in so einem Container zu buchen, um da irgendwie sein Zeug rausschiffen zu können, ist zum Teil 10-mal so hoch wie vor der Krise, weil einfach weniger Schiffe rausfahren und die Leute dann natürlich bereit sind, mehr Geld zu bezahlen, damit sie halt sicher gehen können, dass ihre Waren jetzt aber gefälligst auf diesem einen Schiff drauf sind, was da jetzt rausfährt. Also du kannst jetzt entweder das 10-fache bezahlen oder du wartest halt auf unbestimmte Zeit. Ja, schwierig, ne? Schwierig, vor allem wenn die Wirtschaft Lage in der Krise ohnehin generell unklar ist und ein bisschen schwieriger ist. Aber das ist halt auch immer der Grund, warum tatsächlich ganz viele Sachen aus dem Ausland momentan einfach super lange dauern, bis sie dann hier sind. Und so war das nämlich, das war jetzt die lange Vorgeschichte davon, so war das nämlich auch mit diesen Dua Magnet Lights und auch mit den Stands, die dazugehören. Weil das Glasport Shizuku war dann noch in zufälligerweise bei einer dieser Lieferungen bei, die halt noch relativ gut durchging und danach war es halt vorbei. Danach kam halt nichts mehr so richtig gut durch da aus Japan, weil die Sachen kommen ja auch wirklich alle aus Japan. Ne? Also die Distribution für ADA, hier für Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter, die beziehen das halt alle direkt aus Japan. Das muss halt alles aus Japan importiert werden. Und dann ist halt momentan Zeit der Hauptfaktor, weshalb man da irgendwie auf die Sachen warten muss, weil der Import halt einfach so ewig lange dauert und weil es halt mit Luftfracht noch unattraktiver wäre. Was auch viel darüber aussagt, wie teuer Luftfracht ist. Naja, jetzt sind die Sachen auf jeden Fall da und jetzt sind sie auch relativ zeitnah direkt verfügbar. Ich weiß, also ich habe die Sachen vorgestern bekommen und ich weiß, dass gestern mindestens auch noch der Mega zu Düsseldorf die Sachen bekommen hat, weil die Sachen nämlich auch schon auf Instagram gepostet haben. Ich weiß, dass Liquid Nature die auch schon bestellt hat. Bei Liquid Nature kommt wohl dazu, dass es dann auch nochmal wieder anderes Land ist und da noch eine weitere Grenze zwischenhängt und momentan ist ja, obwohl das ja eigentlich alles offen sein sollte, aber es ist halt nicht so richtig offen aktuell durch Corona. Und dann hängt sowas halt auch an Landesgrenzen, wo man eigentlich normalerweise denkt, so ja, komm, schieb rüber, ist egal, das machen wir eh schon die ganze Zeit. Naja, deshalb warten die da jetzt gerade aktuell noch drauf. Ich habe nämlich gestern noch mit Stefan telefoniert und ihm gesagt, dass ich die gerade schon habe. Und er meinte so, was, warum hast du die schon? Eigentlich wollten wir damit diesmal endlich mal früher sein als du mit einem Video. Fand ich sehr lustig. Schöne Grüße an Stefan an dieser Stelle. Naja, auf jeden Fall sind die Sachen da. Und Dua hat ja jetzt halt wirklich so ein bisschen, ja, versucht so dieses Wabikusa-Thema komplett abzubilden. Also einerseits mit dem Glasport Shizuku, das ist ja, man könnte sagen, es ist ja Nachfolger vom Glasport Maru, wobei ich das eigentlich nicht gut finde, das so zu bezeichnen. Der Glasport Maru ist ja dieses kleine, zylindrische Glas, was jetzt schon relativ lange auch auf dem Markt ist, mit einem recht attraktiven Preis, wie ich finde. 25 Euro kostet das Teil. Und dafür ist das einfach ein super Mitnahmeartikel und super, super schön verarbeitet und dekorativ. Diese ganzen Gläser und tatsächlich auch die Woodbase, die jetzt hier bei dem Glasport Shizuku neu dazugekommen ist, sind ja tatsächlich handgearbeitet. Also die Gläser sind handgemacht. Und das bedeutet, dass sie alle auch so ein bisschen unterschiedlich sind. Auf der einen Seite kann man sowas gut finden, auf der anderen Seite, und das kann ich auch verstehen irgendwo, sagen halt einige, dass gerade bei dem Glasport Maru, da war es ja so die Sache, dass man gesagt hat, oder dass du gesagt hast, man kann den Deckel abnehmen und man kann den Deckel dann einfach auf den Boden legen, umgedreht und das Glas da reinstellen. Dann ist das wie so ein kleines, wie so ein kleiner Sockel, wie so ein Podest, sieht einfach ein bisschen dekorativer aus, als wenn nur das nackte Glas da steht, wenn man es offen lassen möchte. Und da haben wohl einige Kunden einfach das Problem gehabt, dass dieser Deckel nicht plan genug war, um da halt das Glas reinzustellen, sondern dann stand es halt entweder schief oder es hat gekippelt oder so. Das ist natürlich ein Ding, das kann ich auch nachvollziehen, dass sowas bei Handarbeit einerseits natürlich passieren kann, weil Handarbeit, und andererseits natürlich aber mega ärgerlich ist für den Kunden und wo man eventuell tatsächlich auf eine industrielle Fertigung eher zurückgreifen sollte, wenn es auf einmal darauf ankommt, dass das wiederholbar bei jedem Produkt in gleicher Verfügbarkeit zum Beispiel plan sein soll. Aber gut, das fällt mir schwer zu beurteilen, da ich jetzt halt mit meinen Sachen, also zumindest mit dem Toolbag, da ja so voll auf Handarbeit bin und das natürlich auch bedeutet, dass da beispielsweise mal irgendwo eine Naht an diesem Toolbag schief sein kann. Kann alles passieren, ist dann eben so, gehört zum Thema Handarbeit dazu. Aber ist, wie gesagt, es ist schon auch verständlich, warum man dann sagt, so, nee, das sollte natürlich nicht passieren und das finde ich jetzt so ein bisschen ärgerlich. Wie dem auch sei, Glasport Shizuku ist jetzt sozusagen das neue Glas. Es ist deutlich größer als der Glasport Maru und es hat auch eine andere Form. Das ist jetzt so tropfenförmig und es hat Belüftungsöffnungen drin, nämlich 4 Stück nahe der Oberkante sozusagen. Und dann gibt es einen Deckel dazu, den man da so drauflegt und der ist so nach unten gewölbt.
Also ist so ein bisschen wie so eine ganz, ganz flache Schale, die man oben drauf legt. Und die hat in der Mitte ein ganz kleines Loch. Und durch dieses ganz kleine Loch kann man Wasser tropfen lassen. Das ist so das Feature dieses Glases. Kostet jetzt, ich glaube, 55. Also etwas mehr als doppelt so viel wie der Glasbot Maru. Aber wie gesagt, es ist auch deutlich größer. Also vom Volumen her wahrscheinlich viermal so groß, würde ich schätzen. Wie gesagt, etwas andere Form. Und hat jetzt eben diese Belüftung drin. Und ich habe das Ganze ja jetzt schon, ich glaube, einen Monat hier stehen. Das ist einerseits natürlich ganz cool, andererseits war es immer so ein bisschen ärgerlich, dass ich euch das nicht weiter zeigen konnte, weil ich ja auf die Sets warten wollte. Das Coole daran ist, dass, wenn ich es euch jetzt zeige, das Wabikusa, was da drin steht, halt sonst schon so richtig schön angewachsen ist und so ein bisschen einfach netter aussieht als so ein neues Wabikusa. Also ein neues Wabikusa ist ehrlich gesagt immer hässlich, weil es wächst halt nur nichts drauf. Es ist halt nur so ein Matschball. Naja, das ist eigentlich, also ich hatte bisher damit, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es einerseits schön als Objekt, ich finde die Form schön, ich finde das schön mit dieser Schale, die man da oben drauf legt, ich finde diese Belüftungsöffnung schön. Jetzt alles rein aus optischer Sicht gesprochen. Das Problem bei einer tropfenförmigen Form ist ja einfach immer so ein bisschen dann das Befüllen. Das hatte ich ja schon mal angemerkt bei der BIOS 4, die ich hier hatte. Und beim BIOP ist es ehrlich gesagt genauso von Oase. Man hat halt oben eine kleinere Öffnung, als unten Platz ist. Und das bedeutet zumindest, wenn man auf klassische Wabikusa-Bälle geht, dass der Wabikusa-Ball, den man in das Glasbot Shizuku reinlegen kann in der Mitte, halt immer vergleichsweise klein ist, verglichen mit der Breite, die man halt unten hat. Weil einen größeren Ball würde man nicht durch diese Öffnung durchkriegen. Deshalb ist das vielleicht eher für solche EMEAS-Projekte geeignet, wo man wirklich so eine Art kleines Layout aufbaut und das halt EMEAS wachsen lässt und nicht unbedingt für diesen klassischen Wabikusa-Ball. Ist auch egal, was man da drin macht. Das ist natürlich dann auch jedem selbst überlassen. Ja, und dann gibt es ja eben diese Lüftungsöffnungen und die sollen eben dafür sorgen, dass das Ding nicht mehr beschlägt, was halt so Lüftungsöffnungen natürlich so an sich haben. Ich muss ja sagen, ich war immer sehr erstaunt, wie gut das in dem Glasbot Maru funktioniert hat. Ich glaube mittlerweile, dass das am ehesten daran liegt, dass in diesem Ding einfach ein sehr geringes Luftvolumen ist. Da passt ja nicht viel rein. Vor allem, wenn dann auch noch irgendwie was drin designt wurde oder so. Und dass das dafür sorgt, dass es vielleicht nicht so krass viel Kondensation gibt. Ich weiß es aber ehrlich gesagt auch gar nicht. Also wenn ihr da noch andere Ideen habt, immer her damit. Weil ich habe halt bei den Glasbot Marus, die ich hier so rumstehen hatte und habe, immer das Gefühl, dass die super pflegeleicht sind. Also da die beschlagen wenig. Ja, die beschlagen auch manchmal, aber echt wenig, finde ich. Und erstaunlicherweise schimmelt da auch nichts drin, obwohl ich da einfach immer den Deckel drauf habe und das Ding ja theoretisch damit luftdicht ist. Also natürlich ist es nicht 100% luftdicht, aber ich würde behaupten, dass der Luftaustausch, der da stattfinden könnte, einfach viel zu gering ist, um Schimmel vorzubeugen. Trotzdem schimmelt da nichts, zumindest bei mir bisher nicht. Sehr interessant deshalb. Also deshalb bin ich da auch echt großer Freund von diesen kleinen Gläsern. So, und jetzt hier mit dem Glasbot Shizuku ist es einfach so, es gibt diese Belüftungsöffnung und trotzdem ist das Ding bei mir in den ersten paar Wochen sehr viel häufiger beschlagen gewesen als das Glasbot Maru. Und das fand ich dann tatsächlich ein bisschen blöd. Also das habe ich mir einfach anders vorgestellt. Da hatte ich erwartet, dass das besser funktioniert. Ich habe jetzt tatsächlich mittlerweile mehr oder weniger rausgefunden, wie ich das beheben kann, nämlich indem ich einfach die Beleuchtungsstärke reduziere. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Mehr Strahlungswärme durch die Beleuchtung sorgt halt für einen größeren Temperaturunterschied und der begünstigt dann natürlich eine Kondensation an der Innenseite des Glases. Das heißt, wenn du dein Licht ein bisschen dimmst, was da drüber ist, dann kannst du alleine durch das Dimmen des Lichtes ein Beschlagen des Glases vorbeugen. Das funktioniert ganz generell, also auch mit anderen Gläsern oder so. Und vorher hatte ich das Glasbot Shizuku ja unter dem ONF Flat Nano Stand stehen und da habe ich dann jetzt eben auch das Licht schon immer ein bisschen reduziert und seitdem ich das Licht gedimmt hatte, die ONF, die Flat Nano, die da drüber hing, die lief jetzt auf niedrigster Dimmstufe, also auf 20% ist das, glaube ich, bei der, wenn man die ja über den Taster am Gehäuse dimmt oder 25%, eins von beiden. Und seitdem beschlägt das Ding gar nicht mehr. Also das muss man auch sagen, wenn man dann die richtige passende Einstellung dafür gefunden hat, dann hat das bei mir oder funktioniert das bei mir jetzt immer noch so, dass das Ding wirklich gar nicht beschlägt und das ist natürlich dann wirklich sehr attraktiv, weil das ist hübsch und das ist dann klar die ganze Zeit und es sieht gut aus. Ganz generell sollte man bei sowas dann auch immer auf Osmosewasser oder destilliertes Wasser setzen. Das ist auch ein ganz allgemeiner Tipp, das würde ich immer so machen bei solchen Wabikusa-Geschichten, die in geschlossenen Gläsern drin sind, weil dadurch verhindert man natürlich auch Kalkablagerungen, die eventuell durch verdunstendes Wasser entstehen und halt Kalkflecken am Glas. Also nur mit destilliertem Wasser ist das Ganze dann auch wirklich die ganze Zeit komplett klar, weil halt sich auch nirgendwo Kalk absetzen kann.
wo soll er herkommen, ne? Und jetzt sind dann eben die Magnet Lights angekommen und die kann man nämlich praktischerweise auch dimmen. Da ist einfach in das Kabel so ein Handdimmer eingebaut. Also im Kabel ist halt so ein Schalter, damit kannst du ein- und ausschalten und die Lampe in 5 Stufen dimmen. Also im Endeffekt in 20% Schritten, sodass du halt 20, 40, 60, 80, 100% die Lampe dimmen kannst. Die heißen Magnet Light G, weil die basieren auf der LED-Konfiguration der alten AquaSky G. Ist also keine RGB-Beleuchtung, sondern eine reine Weiß-LED-Beleuchtung, aber mit einem besonderen Peak bei der grünen Farbwiedergabe, also beim grünen Licht, um halt natürlich das Grün der Pflanzen auf so einem Wabikusa hervorzuheben. Das funktioniert über dem Wabikusa, finde ich sehr, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr kaltweißes Blau. Das ist ein sehr, sehr kaltweißes Licht, aber eben mit diesem grünen Peak da drin. Das sieht über dem Wabikusa wirklich sehr schön frisch aus einfach. Das war eine Lampe, die ich über dem Aquarium nie so richtig gemocht habe, weil sie einfach wirklich krass grünlastig ist. Das erinnert mich immer so ein bisschen an den Look, den ich halt bei mir aktuell im Biotop-Aquarium habe, durch die beiden Kessel A160WE, die ja auch relativ stark grünlastig sind. Und durch die bräunliche Färbung des Wassers wird das nochmal verstärkt. Das Becken wirkt halt sehr, sehr grün dadurch. Und so ein bisschen war das mit der AquaSky G auch schon immer so. Die hatte halt diese weißen LEDs mit diesem grünen Peak und dadurch sah so ein Aquarium natürlich, also das war eine tolle Lampe, wenn man beispielsweise in so einem kleinen Becken oder auch in einem 60p oder so einen Iwagumi gemacht hat. Dann war das die Bombenlampe, ja, weil das Iwagumi sah richtig frisch und saftig aus einfach. Ich weiß nicht, wie ich das besser sagen soll. Das sah einfach mega gut aus durch diese starke Grünwiedergabe. Jetzt mit dem Aufkommen von RGB-LEDs hat man aber halt schon sehr klar gesehen, dass da einfach auch eine ganze Menge im Spektrum gefehlt hat, um so ein Aquarium wirklich grundlegend komplett sauber abzubilden. Denn wenn man halt so eine AquaSky G über ein Becken gepackt hat, was sehr viele rote Pflanzen enthielt, dann war das halt sehr mäßig, sehr dürftig, was man da so gesehen hat. Deshalb war ich nie so ein großer Freund von dieser Lampe, obwohl sie natürlich schon immer eine sehr schicke Lampe einfach war. Was ADA zum Beispiel immer gut gemacht hat, was ich bisher noch nie wieder von irgendeinem anderen Hersteller gesehen habe, waren diese Spiegeleinheiten, die man an diese alten AquaSkys dran machen konnte. Sodass, wenn man von vorne auf das Becken drauf geguckt hat, man sozusagen unter der Lampe einen Spiegel hatte, der einem die Oberfläche zeigt. Das sah total cool aus. Also fand ich optisch immer richtig gut. Schade, dass das bisher kein anderer mehr gemacht hat. Aber auf jeden Fall, diese LEDs sind jetzt eben auch hier in diesen Magnet Light Gs verbaut und ich glaube tatsächlich, dass sie für den Anwendungsbereich Wabikusa ein bisschen besser geeignet sind als für den Aquarienbereich. Deshalb finde ich diese Zweitverwertung eigentlich völlig okay und hier auch tatsächlich ganz gut angebracht. Ich habe jetzt den genauen Preis leider nicht mehr im Kopf von den Dingern. Ich glaube, die sollen 45 kosten, die Lichter. Irgendwie so, irgendwie zwischen 40 und 50 Euro sollen die, glaube ich, kosten, was ich okay finde dafür. Die sind ziemlich hell. Ich habe jetzt keine Lumenangaben hier. Ich kann mal gucken, ob ich da eventuell welche finde. Also es ist eine 10 Watt LED mit 20 verbauten weißen LEDs mit einem besonderen Peak im grünen Spektrum, genau. So, zu Lumen steht jetzt hier allerdings, glaube ich, nichts weiter. Also sie werden übrigens per USB-Stecker angeschlossen, was ich immer sehr, sehr gut finde, denn das bedeutet rein theoretisch, dass du so eine Lampe auch mit einer Powerbank betreiben könntest, wenn du sie irgendwie unterwegs ausstellen willst, zum Beispiel für Messen ist das sehr nett, brauchst du nicht 1000 Steckdosen, kannst du einfach so ein paar Powerbanks dahinter klemmen und dann funktioniert das auch so gut. So, hier, ja, okay. ADA gibt ja gerne die Lux-Angaben an. Hier haben wir 16.000 Lux angegeben auf 10 cm Distanz. Damit kann man jetzt halt nicht so viel anfangen. Machen wir einfach mal selbst die Rechnung. Wir haben 10 Watt. Gehen wir mal davon aus, die AquaSky G ist ja schon eine vergleichsweise alte Lampe. Gehen wir also mal davon aus, dass wir eine vergleichsweise für den heutigen Stand schlechte Lumen pro Watt Ausbeute hätten von 100 Lumen pro Watt, was relativ schlecht ist. Momentan kann man eigentlich eher davon ausgehen, dass man so 120, 140, 160 Lumen pro Watt hat. Aber das heißt, wir landen bei mindestens mit den 10 Watt bei 1000 Lumen. Und das ist schon nicht so verkehrt. 1000 Lumen und das Dimmer über dem Wabikusa haben ist schon geil. Vor allem aber auch platziert diese Lampen auch mit neuen Stands. Das ist auch sowas, was man da jetzt sehen kann, ist der Stand mit der Woodbase, den ich hier habe. Also es gibt also diese Woodbase, das ist die neue Unterlage für das Glasspot Shizuku. Da müssen wir gleich mal drüber reden. Das ist ein schwieriges Produkt, wie ich finde. Es gibt dann halt einen Arm, den man an diese Woodbase dran schraubt, was auch schon schwierig ist. Also dieses komplette Konstrukt ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, das machen wir gleich mal. Und das ist halt so ein Stahlarm und der ist halt magnetisch und wie der Name schon sagt, die Dua Magnet Lights sind eben auch magnetisch. Und das heißt, dann kommt halt dieser Arm und du kannst dieses Licht einfach klack darunter magnetisieren und dann bleibt sie halt hängen. Und das ist schon schön. Also da muss ich wirklich sagen, diese Lichter gefallen mir sehr, sehr gut, weil dadurch, dass die Oberseite der Lichter magnetisch ist, sind die halt auch prädestiniert für irgendwelche Selbstbauprojekte. Also wenn man sich da selber irgendwelche schönen Halterungen ausdenken will,
Hängehalterung oder selber vielleicht so ein Stand basteln will, dann ist das einfach eine tolle Lampe, die man da integrieren kann, weil sie halt magnetisch ist. Du musst also nur irgendwo an deinem Stand was Metallisches haben und dann kannst du die da einfach dran klipsen. Das ist ziemlich cool und ich glaube, dass sie in dieser Hinsicht auch noch viel benutzt werden wird. Und Dua platziert die oder ADA platziert die eben auch für kleine Aquarien, weil nämlich es gibt halt auch noch andere Stands, die man kombinieren kann mit den Dua Neoglass Air. Und da gibt es ja beispielsweise das 20x20x20 Neoglass Air. Das hat dann ja 7 Liter Volumen. Und dafür werden diese Lampen beispielsweise auch angeboten, dass sie da einen Einsatz finden können. Und man kann die Lampe auch, das wird auch mit dazugegeben. Also wenn man die Lampe kauft, diese Magnet Lights, man kriegt noch 3 so Gummifüßchen dazu. Und die kann man einfach auf die Unterseite der Lampe kleben. Das ist wie so diese... Ja, diese Stopper-Gummifüßchen, wenn man Schränke kauft, die man so in die Türen klebt, damit die Schränke nicht so voll gegen den Schrank ballern, dass das so ein bisschen gedämpft wird. Die kriegt man damit zu. Und dann kann man nämlich diese Lampe einfach nehmen und auf die Abdeckscheibe eines kleinen Aquariums legen. Es gibt ja für die Neoglass Air beispielsweise auch Abdeckscheiben. Und so wird das halt auch dargestellt, dass du einfach diese Lampe nehmen kannst, diese Gummifüßchen da drunter machst und dann legst du sie einfach auf die Abdeckscheibe. Und schon hast du da eine Lampe. Finde ich jetzt nicht die allereleganteste Lösung und irgendwie auch nicht so ADA-like irgendwie. Also es fühlt sich ein bisschen komisch an, diese Lösung. Ich werde die deshalb auch nicht umsetzen. Ich will nur sagen, sie besteht. Ja, und dass diese Lampe halt mit ihrer Leistung auch durchaus für kleine Aquarien positioniert wird, was ich nachvollziehen kann, was da auch Sinn macht. So, jetzt kommen wir mal zu dieser Stand-Geschichte. Also, Lampe, toll. Glasspot Shizuku, okay, wenn man weiß, wie man mit Beschlag umzugehen hat und dass man den relativ weit runterdimmen muss, weil ansonsten diese kleinen Löcher, die da drin sind, einfach doch nicht genug Luft umwälzen. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es da sinnvoll, in der nächsten Iteration dieses Dingens diese Löcher vielleicht noch ein bisschen größer zu machen oder statt 4 Löcher vielleicht 8 da reinzumachen. Ich weiß es nicht. Also das ist irgendwie, komisch. Achso, bevor wir zu dem Stand kommen, müssen wir noch mal kurz beim Glasspot Shizuku bleiben, denn ich habe noch gar nichts über diesen Deckel gesagt. Also dieser Deckel, der so schalenförmig ist, wie gesagt, der hat ein Loch in der Mitte. Und was man nämlich machen kann, man kann den wie bei so einer Duftlampe, habt ihr bestimmt schon mal alle gesehen oder habt ihr vielleicht auch selbst zu Hause, wie bei so einer Duftlampe kann ich einfach in diesen Deckel, der ja halt so nach innen gewölbt ist, Wasser reinkippen. Und dann steht das da drin. Und dann tropft das langsam durch dieses Loch hindurch auf dein Wabikusa oder in dein Layout oder was auch immer. Und so kannst du das ganze Ding halt befeuchten, ohne dass du diesen Deckel abnehmen musst und da reinsprühen musst und dann ist wieder alles beschlagen. Das ist jetzt, also ich finde die Idee ja ganz cool, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht so hundertprozentig richtig. Weil entweder fülle ich da Wasser rein und es passiert einfach nichts, weil dieses Loch ist wirklich extrem klein. Das ist wie wenn du mit einer ganz, ganz feinen Nadel, mit einer Injektionsnadel oder so durch dieses Glas gestochen hättest. Das ist extrem klein. Und wenn ich da einfach nur Wasser reinkippe, dann passiert da ehrlich gesagt bei mir wirklich ernsthaft nichts. Also das tropft nicht dadurch, weil dieses Loch zu klein ist. Was man machen kann, weil wahrscheinlich sammelt sich halt in diesem Loch irgendwie Luft oder drückt natürlich von unten so ein bisschen dagegen. Was man machen kann, wenn man dann einfach mit einem Finger oder mit irgendwas anderem auf dieses Loch drauf tippst, so einmal kurz drauf tippst, dann löst sich da wohl offenbar diese Luftblase, die da vielleicht gefangen ist oder so. Und dann tropft das Wasser auch durch. Dann funktioniert das. Aber dann tropft das so schnell dadurch, dass diese kleine Schale da oben drauf halt innerhalb von, weiß ich, von 1-2 Minuten ist sie leer. Das kann man jetzt natürlich trotzdem benutzen, um das ganze Ding halt einfach regelmäßig zu gießen, in Anführungszeichen, schön und gut. Aber irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Also irgendwie hatte ich mir vorgestellt, dass ich da einfach Wasser draufkippe und dann tropft das halt so, keine Ahnung, dann kommt irgendwie so alle 5 Minuten ein Tropfen oder alle 10 Minuten ein Tropfen. Aber offensichtlich gibt es da irgendwo physikalische Grenzen, die das halt so ein bisschen unterbinden, was schade ist. Ich meine, es ist halt so, ja, also kannst ja auch nichts gegen machen, aber ist natürlich irgendwie so ein bisschen schade. Es wäre natürlich cool, wenn du da so Wasser reinfüllst und dann tropft da irgendwie alle 10 Minuten einen so einen Tropfen runter und das Ding ist einfach den ganzen Tag beschäftigt, sich anzutropfen. Trotzdem, die Idee ist weiterhin gut und selbst wenn es halt in 1-2 Minuten dann durchgetropft ist, ist auch okay dafür, dass ich es halt nicht aufmachen muss und besprühen muss. Das ist tatsächlich, am Anfang dachte ich, ja, ist doch wurscht, nimmst den Deckel runter, sprühst einmal rein, ist doch egal. Aber nee, gerade so unter der Prämisse, dass es halt nicht beschlagen soll, ist es tatsächlich sinnvoll, das eben nicht zu tun, sondern das von oben reintropfen zu lassen. Also dahingehend, ich kann es verstehen. Ich finde, es ist auch gut umgesetzt. Vielleicht gibt es halt einfach, wie gesagt, diese physikalische Grenze, die es nicht erlaubt, dass das langsamer tropft. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ist halt so. Ja, dann jetzt mal zu dem Stand. Also, wir fangen mal unten an, die Wood Base.
Die Wood Base Shizuku. Das ist also so eine. Ja, es ist im Endeffekt eine Baumscheibe, die man da kriegt, die man da kauft. Ja? Auch da schreibt Dua wieder Handmade. Und das kann ich auch alles nachvollziehen, weil natürlich sieht jede Baumscheibe da komplett anders aus. Das ist ja ein Naturprodukt. Und die hat auch in der Mitte so eine kleine Vertiefung, wo dieses Glas Shizuku gut reinpasst, dass das auch sicher drin steht und nicht runterrutschen kann oder so. Ist schon okay. Also da wurde schon an was gedacht. Das ist auch an einer Seite so eingeschlitzt, wie als ob diese Baumscheibe so aufgerissen ist. Doch durchaus sehr dekorativ finde. Dann ist da noch das Dua-Logo eingebrannt. Das sieht man allerdings nicht mehr, wenn man da ein Glas draufstellt. Und das finde ich auch okay. Also ansonsten, ich meine, man hat das Dua-Logo schon vorne auf dem Glas. Es muss jetzt auch nicht überall dieses Logo prangen. Finde ich okay, dass man das dann sozusagen abdeckt. Weil man hätte es ja auch einfach vorne auf den Rand der Scheibe brennen können. Dann würde man es ständig sehen. Aber so haben sie sich dafür entschieden, dass das halt verdeckt wird, wenn man da ein Glas draufstellt. Alles schön und gut. So. Problem Nummer 1, ich kaufe hier eine Baumscheibe, ja, die ist handgemacht, ja, die ist wahrscheinlich nochmal von Hand irgendwie geschliffen, gefräst, whatever, aber die kostet halt 45 Euro für eine Baumscheibe. Ihr wisst, ich bin echt der Letzte, der sagt, nein, das ist zu teuer, weil ganz im Ernst, ich führe Preisdiskussionen eigentlich sehr, sehr ungern, weil ich weiß, ich selber bin jemand, der gerne bereit ist für Produkte, die er haben will und das kann so unnütz sein wie Lego, also diese Geschichte mit dem Lego, die ist seit Weihnachten wirklich eskaliert, das ist nicht schön. Aber ja, also selbst dafür bin ich bereit, wirklich viel Geld auszugeben. Weil ich denke, nö, das will ich jetzt haben, das ist mir völlig wert, da jetzt irgendwie 300 Euro auf den Tisch zu legen. Bin ich bereit, kein Thema. Und das ist auch der Punkt, den ich hier in allererster Linie vermitteln möchte. Ob du bereit bist, dafür das Geld auszugeben, ist deine Sache. Ich persönlich hätte mir diese Baumscheibe wahrscheinlich nicht gekauft, wenn es jetzt nicht ein Sponsoring gewesen wäre. Das Glas für 55 Euro bin ich voll dabei. Die Lampen für 40 bis 50 Euro voll dabei, sofort. Kein Thema, würde ich echt kaufen. Die Woodbase, schwierig. Schwierig. In Kombination mit dem Stand, der da jetzt ist, ist das ein schönes Gesamtkonzept. Aber der Stand ist natürlich nicht dabei. Den Stand kaufst du extra. Für nochmal Geld. Weiß ich wirklich nicht, was der gerade kostet. Ich glaube 20 oder 25 Euro, aber es ist wirklich nur geschätzt. Also ich habe die Preise leider noch nicht alle hier verfügbar, weil bisher noch kein deutscher Shop die Sachen gelistet hat. Deshalb sind das doch alles mehr oder weniger nur Schätzungen. Bis auf den Glasbrot Shizuku selbst, der ist halt schon lange im Shop verfügbar. Also mir fällt es schwer, das für mich persönlich zu verargumentieren. Wie gesagt, wenn du sagst, nee, ich finde diese Baumscheibe wunderschön, will ich auf jeden Fall haben, dann kauf sie. Kauf sie auf jeden Fall. Das ist dann genau dein Produkt. Und die ist schön. Das ist ein schönes, helles Holz. Ich weiß gar nicht gerade, welches Holz. Ich muss mal gucken. Weil zumindest diese Baumscheibe ist tatsächlich auch schon länger verfügbar. Und ich weiß, dass Aquasabe die auch schon gelistet hat. Ich guck mal ganz schnell nach, ob da zufällig beisteht, was für ein Holz das ist. Stehen natürlich ganz unten. Achso, aber da sind auch die anderen Sachen, über die wir gleich mal reden müssen. Die sind offenbar auch schon verfügbar. Wo ist der Glasbrot Shizuku da? Also Glasbrot Shizuku, Glasbrot Shizuku nicht 55 Euro, sondern 59 Euro. Trotzdem bin ich immer noch dabei. Ist okay, kann man machen. Wood Base Shizuku, also die Baumscheibe, 45 Euro. So, handgefertigt. Steht dabei von was? Aus Holz in Handarbeit hergestellt. Ja, okay, gut. Das sehe ich. Na, steht nicht bei, was für ein Holz das ist. Es ist sehr hell. Es könnte sowas wie Birke sein. Aber kein Holzexperte. Also das weiß ich wirklich nicht. Naja, worauf ich jetzt eigentlich hinkommen wollte, ist, wenn du jetzt dieses Ding kaufst, also du kaufst die Woodbase, 45 Euro, du brauchst halt noch den Stand dazu. Wie gesagt, nicht sicher, wie teuer der ist. Sagen wir einfach mal 20 Euro, was wahrscheinlich sehr, sehr günstig angesetzt wäre. Bist du bei 65 Euro. Brauchst noch die Lampe, bist du bei... Die kostet 45 wahrscheinlich, sagen wir jetzt mal 45, bis halt bei 70 bis bei 110 Euro. Aber, und das finde ich wichtig in diesem Fall zu vergleichen, wenn wir das vergleichen mit einem, meinetwegen, ONF Flat Nano Stand, der kostet 130 Euro. Ja, also das ist insgesamt nicht zu teuer. Das im direkten Vergleich mit den Sachen, die andere Hersteller bieten, gerade eben ONF Flat Nano Stand, ist das nicht zu teuer. Ganz im Gegenteil, es ist sogar ein bisschen günstiger. Ich weiß gerade nicht, was die Shihiro Stands kosten. Können wir auch einfach mal direkt nachgucken. Marken Shihiros, Beleuchtung. Gucken wir mal, was die Stands von Shihiros kosten. Okay, da kauft man den Stand einzeln. Da haben wir also eine Shihiros C2 für 100 Euro und einen Stand für 20 Euro. Sind wir bei 120. Ist dieses Set immer noch ein Zehner günstiger?
Wahrscheinlich ist es kein Zehner günstiger, weil ich die Preise nicht genau kenne. Aber das bewegt sich alles auf einem ähnlichen Level. Deshalb, eigentlich ist meine Kritik da, zumindest wenn man die direkte Konkurrenz betrachtet, unangebracht, weil das preislich sehr ähnlich ist. Ich finde einfach nur diesen Stand alleine sehr teuer. Bei den anderen Herstellern ist es halt so, dass der Stand alleine sehr günstig ist und die Lampe relativ teuer. Ne? Also 100 Euro für die Lampe, 20 Euro für den Stand. Hierbei haben wir jetzt halt quasi den gleichen Preis für den Stand und die Lampe. Und das ist irgendwie vom Verhältnis her ein bisschen komisch. Bei einer Lampe kann ich den Preis akzeptieren. Da ist Elektronik drin, da ist Entwicklungsarbeit drin, da sind LEDs drin, da ist ein Metallgehäuse drin, da ist halt Strom. Also ne, da passiert irgendwie mehr als bei so einer Baumscheibe. Aber sei es drum. Das lassen wir erstmal außen vor. Was an dieser Baumscheibe jetzt auch noch drin ist, und da muss ich sagen, da geht es jetzt langsam in so ein Ding, wo ich ich erzähle es euch erstmal, bevor ich dazu eine Meinung abgebe. Also, in dieser Baumscheibe ist noch an einer Stelle eine kleine Bohrung drin, eine kleine Vertiefung. Die geht nicht durch, das ist nur so eine kleine Vertiefung. Die ist verschlossen mit so einem Holzpin. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Dinger, die man beim Möbel zusammenbauen, in die Seitenwände reinprügelt, damit die Sachen halt zusammenhalten. Ne, diese Holzpinne halt einfach. Das ganze Ding nennt sich Aromapit, also Aromagrube. Und da rein kann man jetzt Öle träufeln, die Gerüche abgeben. Du siehst also, dass tatsächlich dieser Vergleich mit der Duftlampe von der Optik des Glaspod Shizuku vielleicht gar nicht so weit hergeholt ist, weil jetzt geht es tatsächlich um Duftöle. Das war jetzt so der erste Punkt, wo ich dachte so, okay, seltsame Kombination, aber vielleicht auch nicht. Also, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht genau. ADA schien schon immer so eine seltsame Obsession mit Gerüchen zu haben, denn es gibt oder gab ja auch dieses Nano-CO2-System, wo einfach die CO2-Flaschen aromatisiert waren. Also man konnte dann CO2-Flaschen in verschiedenen Dufttönen kaufen. Da gab es dann irgendwie Forest und Ocean und irgendwie noch sowas. Es gab, glaube ich, drei verschiedene. Und dann roch halt das zugeführte CO2. Und weil das natürlich nach oben diffundiert, roch es dann halt über dem Aquarium auch dementsprechend. Und ehrlicherweise, alle, die mir bisher davon erzählt haben, ich habe das selber leider nie gehabt und auch nie gerochen, aber alle, die mir bisher davon erzählt haben, haben alle gesagt, das riecht mega gut. Und ja, also da ist jetzt, weiß ich nicht, kann ich schwer zu sagen. Also sagen wir mal so, ich habe hier lieber aktuell im Büro einen Luftfilter stehen, der mir die ganzen Pollen wegfiltert, weil ich halt Hausstaub- und Heuschnupfenallergiker bin, der gleichzeitig auch noch einen Kohlefilter drin hat, um Gerüche rauszufiltern, als dass ich mir anstelle dessen irgendwie so Duftlampen oder in dem Fall halt Geruchsöle aufstelle. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was ich tatsächlich in diesem Fall nicht aus dieser Warte nur betrachten sollte, weil ich glaube, der Markt dafür ist tatsächlich da. Also das wäre jetzt die erste Frage für diese Podcast-Folge. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare. Habt ihr Duftkerzen? Habt ihr Duftlampen? Benutzt ihr sowas? Einfach, damit ich mal so ein Gefühl dafür bekomme, wie verbreitet ist das denn wirklich? Ich weiß es nicht. Also ich kenne es ehrlich gesagt nur von meiner Mama. Die benutzt sowas. Und darüber hinaus ist es mir noch nie über den Weg gelaufen. So, ne, das ist meine Erfahrung damit. Deshalb ist das wirklich auch etwas, wo ich genau weiß, das ist nicht für mich an dieser Stelle. Ist halt so, ne? Also wie gesagt, Woodbase, okay, kann ich noch akzeptieren. Hübsche Platte, wo man Sachen draufstellt. Dann diese Geschichte mit dem Aromapit, wo ich jetzt Öle reinträufel, da bin ich halt raus. Das ist einfach nicht mein Thema, das ist nicht mein Metier, das ist nichts, was mich interessiert. Deshalb fällt es mir natürlich schwer, da jetzt auch irgendwie dann möglichst neutral drüber zu berichten. Ich gebe mein Bestes, ich versuch's. Also, man hat dann eben dieses Ding, wo man jetzt Öle reinträufeln kann. Wahrscheinlich kann man da einfach irgendwelche Öle reinträufeln, die man gerne hätte. So Duftöle. Gibt es ja garantiert viele. Weiß ich jetzt nicht, wie gesagt. Es gibt aber eben auch von Dua die Essential Oils. Und da ist jetzt halt mein erster Impuls zu sagen, alter Vater, ist das teuer? Und mein zweiter Impuls war dann mal zu suchen, was denn so ätherische Öle kosten für Duftlampen. Und dann sieht man diese Preise und denkt so, ja, völlig normaler Preis. Völlig normal. Absolut gängig. So, ne? Wir gucken uns das mal einmal an. Das ist tatsächlich etwas, wo ich dann auch gesagt habe, wo ich dem Distributor gesagt habe, weil der hat mich natürlich gefragt, hey, was davon willst du haben, was davon willst du vorstellen? Ich habe gesagt, pass auf, die Öle, lass mal raus, weil da kann ich wenig zu sagen. Das ist etwas, was bei uns in der Wohnung nie benutzt werden würde. Das finde ich ein bisschen seltsam, dann über sowas zu sprechen, wenn das etwas ist, wo ich so gar keine Verbindung zu habe. Also habe ich die halt auch nicht hier.
Es gibt jetzt, ich habe mir hier die Seite von Aquasabi mal nebenher aufgemacht. Falls ihr das interessiert, ich packe hier natürlich die ganzen Links in die Podcast-Beschreibung, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Es gibt jetzt von Dua zwei Öle, einmal das Rainforest und einmal das Kuromoji. Steht da zufälligerweise bei, was Kuromoji ist? Nee, steht nicht dabei. Also man muss sagen, die sind schick. Das sind schöne kleine Fläschchen, die kommen in so einer Holzkiste, so einer ganz kleinen Holzkiste mit eingebranntem Dua-Logo drauf. Das ist schon schick. Auf jeden Fall kann man machen. Aber jetzt halt, es kostet halt von dem Rainforest, das sind 2 Milliliter, die kosten 43 Euro. Und das Kuromoji ist 1 Milliliter, das kostet 45 Euro. Aber wie gesagt, also bevor jetzt auch alle aufschreit, weil das war auch mein erster Impuls zu sagen, 1 Milliliter, 45 Euro, alter Falter. Aber ne, wenn man mal wirklich sucht nach ätherischen Ölen und nach guten ätherischen Ölen, dann guckst du dir das an, denkst du, ja, ist ein okayer Preis. Kosten die anderen Sachen auch. Deshalb, also das ist einfach, da merke ich einfach selber, dass das nicht mein Thema ist. Und da merke ich deshalb auch, dass ich dann zum Beispiel mit Preisen da nicht gut umgehen kann. Ich merke, dass ich denke, boah, Alter, das ist ja viel zu teuer. Obwohl ich genau weiß, ich habe da keine Ahnung von. Und deshalb möchte ich mich da auch so ein bisschen zurückhalten. Das ist einfach nur, dass ihr wisst, dass es das gibt. Und wenn ihr euch damit auskennt oder wenn das etwas ist, was euch interessiert und was ihr benutzt, ätherische Öle, Duftkerzen, wie auch immer, werdet ihr wahrscheinlich sehen, dass dieser Preis irgendwo okay ist. Müsstet ihr mir sagen. Also wenn da jemand jetzt von euch zuhört, der mit ätherischen Ölen irgendwie was macht und da bewandert ist, dann ist, glaube ich, tatsächlich dieser Preis nicht so überraschend für denjenigen. Auf jeden Fall gibt es das da jetzt eben auch noch zu. Das ist jetzt halt etwas, was das bewegt sich halt zunehmend weg von der reinen Aquaristik und von dem reinen von der reinen Pflanzenwelt, die wir ja mit den anderen Dua-Produkten immer im Vordergrund hatten, also die Paludas, die Terras. Es ging ja immer darum, irgendwie Pflanzen ins Zuhause zu bringen. Und hier bewegt es sich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen daraus hinaus und geht dort rüber hinaus, indem man jetzt sagt, naja, jetzt wollen wir nicht nur gucken, dass ihr hier ein möglichst dekoratives Glas stehen habt mit einer schönen Beleuchtung, dass die Pflanzen, die ihr dort halten möchtet, möglichst gut wachsen, sondern wir wollen auch noch dafür sorgen, also jetzt aus Sicht von Dua, dass auch dieser Geruch mitkommt. Und dass man vielleicht diesen Rainforest-Geruch, wie er jetzt eben hier als Öl verfügbar ist, auch noch mittransportiert. Ich glaube schon, dass es dafür definitiv eine gute Zielgruppe gibt, wo das alles zusammen auch wirklich gut aufgehoben wäre. Ist es bei mir persönlich halt einfach nur nicht. Und ich bin jetzt froh über dieses Set, wie es da steht, mit dem Stand und der Lampe und der Woodbase. Aber ich freue mich auch, dass ich da keine Öle reinträufel. Nur wie gesagt. Man muss aber vielleicht auch sagen, dass gerade so aus Sicht von Dua als Firma, also ich kann verstehen, warum dieser Weg dorthin gegangen wird. Weil das ermöglicht natürlich auch, weitere Zielgruppen zu erschließen. Und ich glaube tatsächlich, dass mit dem Thema Aquaristik und auch mit dem Thema Terraristik und Paludarium die Zielgruppe doch vergleichsweise eingeschränkt ist. Mit sowas da kann man aber tatsächlich als Zielgruppe einfach auch Leute erreichen, die mit Aquaristik als solches einfach überhaupt gar nichts zu tun haben. Und das finde ich tatsächlich selber auch sehr, sehr spannend, weil das etwas ist, was ich mir natürlich auch irgendwo für diesen Podcast, für meinen Kanal, für meine Marke wünsche. Aquaristik und Leute, die sich bereits für Aquaristik interessieren, schön und gut. Aber interessant wird es doch dann, Leute, die damit noch überhaupt gar keine Berührungspunkte hatten, an dieses Thema ranzuführen und denen zu zeigen, wie toll das sein kann. Das ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass Dua und ADA richtig erkannt, dass das Thema Wabikusa da ein sehr, sehr sinnvoller Einstiegspunkt ist. Das hat auch ONF richtig erkannt. Deshalb hat ONF nämlich beispielsweise eben sehr früh angefangen. Die waren nämlich die Ersten damit. Die haben zuallererst diese Standlampen rausgebracht, damit man da halt so kleine Pflanzgefäße drunter stellen kann. Und die haben ja auch diese Kooperation mit Botanica gemacht, mit diesen Pflanzgefäßen. Die zumindest hier in Deutschland nicht sonderlich gut angekommen sind, aber das ist ein anderes Thema. Sie haben es aber gemacht, weil sie gesehen haben, dass dieser Bereich ein sehr, sehr interessanter Bereich ist, um halt Leute mit Pflanzen, mit dieser Natürlichkeit und aber auch mit dieser dekorativen Darstellung von Pflanzen in Berührung zu bringen, die halt mit Aquaristik gar nichts am Hut haben und denken, Aquarium, ja, komische Eiche, Rustikalschränke will ich nicht. Ne? Das ist, glaube ich, schon auch ein richtiger und ein wichtiger Weg. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch gerade jetzt in diesem Zusammenhang mit der Woodbase, mit den Magnet Lights und auch mit den Duftölen ein guter Schritt ist, um Leute irgendwo abzuholen, zum Beispiel im Bereich Interior Design abzuholen, zum Beispiel im Bereich einfach Deko abzuholen und sieht so langsam über das Thema Wabikusa oder über das Thema einer
bepflanzten Schale im weitesten Sinne, dort dann auch an dieses Thema ranzuführen. Denn wenn sowas irgendwo steht, und wie gesagt, das hat halt einen USB-Stecker, ne? Das kannst du echt überall hinpacken. Mittlerweile hat jeder von uns 1001 USB-Netzteil. Es gibt mehr Versteckdosen mit USB-Steckern. Das ist wirklich maximal universell geworden. Und man kann es eben sogar mit einer Powerbank betreiben, wenn man will. Das ist also cool. Das kannst du irgendwo hinstellen. Das sieht sofort extrem dekorativ aus, weil es ein schöner Stand ist. Es ist eine natürliche Holzscheibe. Das ist immer etwas, was gut aussieht. Holz strahlt immer eine gewisse Wärme aus, strahlt immer eine gewisse Gemütlichkeit aus. Das ist also schon mal toll. Dann hat man da dieses schöne Glas draufstehen, idealerweise mit gesunden, kräftigen, grünen Pflanzen dort drin, die durch die Lampe nochmal extra schön leuchten und extra schön saftig aussehen. Also das Gesamtpaket als Deko-Objekt ist dieses Gesamtpaket, glaube ich, wirklich toll geschnürt. Das muss man dual lassen, das muss man ADA lassen. Das Gespür für Design ist dort einfach schon immer vorhanden gewesen und ist es jetzt hier auch wieder. Man kann einzelne Entscheidungen irgendwie hinterfragenswürdig finden, weil wie gesagt, ich finde die Preisgestaltung für die Woodbase finde ich schwierig. Wenn man das allerdings zusammen betrachtet mit dem Stand und mit der Lampe, ist es dann irgendwo doch wieder genau auf dem gleichen Level wie alle anderen auch. Also ist eigentlich die Argumentation noch hinfällig an der Stelle, ehrlicherweise. Und das ist, glaube ich, wirklich ein guter Weg. Und ich freue mich, dass dieses Ding da jetzt so steht, weil es wirklich krass dekorativ aussieht. Und wie gesagt, ich hatte vorher ja den ONF Flat Nano Stand dort stehen. Und ich habe ja von dem Flat Nano Stand habe ich ja eine Sonderedition, weil ONF schon länger mit mir zusammenarbeitet und ich schon länger von ONF Sachen bekommen habe als Sponsorings, habe ich von denen so eine Sonderedition bekommen. Die haben auch noch andere Leute bekommen, die halt schon länger mit ONF zusammenarbeiten. Wir haben nämlich alle einen Stand mit Bambusholzplatte bekommen. Alle Stands, die man ja jetzt kaufen kann, haben ja unten eine Metallplatte. Und wir haben eben, ich glaube, Juris hat so ein Ding zum Beispiel auch bekommen, weil er auch schon lange was mit ONF gemacht hat. Green Aqua hat so ein Ding bekommen und ich eben auch. Wir haben halt so eine Sonderedition bekommen, wo die Platte unten aus Bambusholz ist. Und auch das wirkt zum Beispiel schon sehr viel gemütlicher, finde ich persönlich, als diese Metallplatte. Und dadurch auch sehr viel, ja, das heißt sehr viel, aber zumindest irgendwie so ein bisschen stimmiger, ein bisschen passender zu dem Thema Wabikusa, wenn man da halt so eine Schale draufstehen hat. Aber vom Design her ist das, wenn da so eine Schale draufsteht, trotzdem nicht ganz so geil, wie diese Kombination mit der Woodbase und diesem Stand und diesem Licht, was von hinten da hochkommt. Das ist sehr, sehr, sehr gut durchdacht und als Designobjekt wirklich sehr schön designt. Und das, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das so etwas, was ich gerade als Fotograf sehr, sehr, sehr wertschätzen kann, weil mir persönlich das sehr auffällt und auch sehr wichtig ist, hier ein schönes Design an den Tag zu legen. Ich bin ja auch gerne bereit, Geld für gutes Design auszugeben. Ich habe Apple-Laptops, seit ich denken kann. Ja, also das ist schon etwas, wo ich halt sage, nö, das ist es mir wert. Ich finde, dass das geil aussieht und dafür gebe ich auch gerne mehr Geld aus. Ich finde, das macht Dua schon seit Anfang an sehr, sehr richtig. Wie gesagt, einzelne Sachen kann man sicherlich hinterfragen. An sich ist das, glaube ich, ein interessanter Weg, um halt früher oder später wirklich neue Leute auf das Thema Aquarium aufmerksam zu machen. Vor allem auch, oder gerade weil es eben jetzt am Anfang nicht nach Aquarium aussieht. Das ist ja auch keins, das ist ja auch kein Aquarium. Sondern man führt Leute über ein schönes Design, ein schönes Wohnobjekt an das Thema Pflanzen heran, an das Thema Aquarienpflanze heran und so dann über den, ja, von hinten sozusagen, irgendwann vielleicht auch an das Aquarium heran. Wahrscheinlich eher über den Weg Aquascaping, weil das natürlich diesen Designaspekt weiterhin aufrechterhält. Aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Ne? Also vielleicht auch dann eher zum klassischen Aquarium, wenn man jetzt sicher schon so 3, 4, 5 Wabikusa irgendwo in der Wohnung verteilt hat, die alle halt ultra durchgestylt aussehen. Ich finde es dahingehend eine schöne Sache. Und das ist dann sozusagen die zweite Frage für den Podcast heute an euch. Wie seht ihr das? Denkt ihr ebenfalls, dass das Thema Wabikusa ein guter Einstiegspunkt sein kann, um Leute, die bisher gar keine Berührung mit Aquaristik hatten, dort ranzubringen? Oder seht ihr das eher so als völlig losgelöstes Thema mit wenig Überschneidung? Jetzt mal abgesehen davon, dass man die gleichen Pflanzen einsetzt. Aber ansonsten, dass das schon so nebeneinander existiert. Aber wenn man sich jetzt stark für Wabikusa interessiert, dass das jetzt nicht unbedingt dazu führen wird, dass man ins Aquarium rübergleitet. Schreibt mir das gerne auch mal in die Kommentare auf YouTube, wenn ihr diesen Podcast hier auf YouTube schaut. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.
Wenn du diesen Podcast auf YouTube schaust und hörst, dann vergiss bitte nicht, den entsprechenden YouTube-Kanal zu abonnieren und dem Video dort einen Daumen nach oben zu geben. Dort kannst du übrigens auch unter dem Podcast kommentieren und mir so deine Meinung dalassen. Wenn du diesen Podcast über eine Podcast-Plattform oder über einen Podcatcher deiner Wahl gehört hast, dann vergiss dort bitte nicht zu bewerten, falls du es dort kannst. Am wichtigsten sind immer noch die Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Google Podcasts. Die helfen enorm dabei, einen Podcast bekannter und wichtiger zu machen. Deshalb, falls du dort bewerten möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar für deine Bewertung auf einer dieser Plattformen und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Folge wieder.